Ich war schon immer ein großer Freund der God of War Serie. Eine starke Inszenierung und ein Kampfsystem, welches auf Casual-Ebene gut funktioniert, aber auch auf einer komplexen Basis gut funktionierte. Das wurde jedoch alles über Bord geworfen, als der neueste Teil, schlicht nur God of War, im Jahre 2018 erschien. Naja, wirklich über Bord geworfen wurde hier nichts, die Inszenierung ist immer noch brachial, aber da will ich gleich noch drauf zurückkommen. Kratos hat es diesmal anstatt ins griechische Griechenland in den nordischen Norden gezogen und ihm gleich noch einen Sohn mitgegeben. Bei The Walking Dead habe ich Clementine als Beispiel für einen guten Kindercharakter genannt. Bei Atreus ist es ähnlich. Zwar bekommt er später einen Götterkomplex, der kurz darauf verflogen ist und nicht mehr thematisiert ist, weil sich das sonst mit dem Spielsystem beißen würde, aber hey. Das Zusammenspiel zwischen Vater und Sohn funktioniert wunderbar, was auch nicht zuletzt an dem fantastischen Voice Acting und den Animationen liegt. Wie schon erwähnt, ist die Inszenierung eine Wucht. Das ganze Spiel ist aber als One-Take konzipiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Atmosphäre so dicht ist, da das Geschehen die ganze Zeit bei den beiden Protagonisten bleibt. Das Kampfsystem fand ich ebenfalls stark. Weg von dem Combo-Gesammel der Vorgänger zu einem bodenständigeren Kampfsystem, Mano a Fabelwesen-Gesocks. An manchen Aspekten kann man natürlich auch hier und da anstoßen, wie die Kamera, die zu nah an Kratos ist, Gegner, die wieder nur mit einer bestimmten Waffe besiegt werden können oder Angriffe mit Cooldown-Phasen. Auch empfand ich die Rollenspielelemente als nicht ganz ausgereift, zum Beispiel das Rüstungssystem, was einen kaum Freiheiten bot. Man hat zum Anfang die Wahl, möchte ich die Magierüstung oder die Abwehrrüstung, und dann hat man im weiteren Verlauf einfach nur die Rüstung aufgestuft, für die man sich am Anfang entschieden hat. Dies kann meinetwegen in einem God of War 2 ruhig zurückgeschraubt werden. Was aber bleiben muss, ist das Kampfsystem und den damit einhergehenden Bossen. Ich hatte mit den Valkyren wohl meine spaßigsten Bosskämpfe 2018. Und abseits von etwas nervigem Sammelkram einer der witzigsten Platin-Trophäen, die ich ergattern konnte.